Also wir können das ja im Kopf wissen, dass wir Liebe sind. Oder wir fühlen das auch, dass wir das wirklich sind. Weil das Einzige, was uns ja von dem abtrennt, was wir wirklich sind, sind unsere Blockaden, die Glaubensmuster, die wir haben. Und wenn wir diese Blockaden auflösen, dann können wir das wieder fühlen. Weil Menschen sind ja eigentlich fühlende Wesen. Also nur weil Menschen feinstofflich was wahrnehmen, sagt das noch nicht unbedingt etwas über ihr Bewusstsein aus. Also dort, wo wir mit unserem Bewusstsein hindenken, dort sind wir dann. Darum ist unser eigenes Bewusstsein so wichtig. Einfach wenn wir irgendwas tun, dann ist ja immer unser Bewusstsein dabei. Also ist es ja wichtig, wie wir unser Bewusstsein ausrichten. Und das fängt halt dann bei der Absicht an. Und Liebe ist das Einzige, was heilen wird. Wenn wir dann wieder normal sind, dann basieren wir halt wieder auf Liebe.